Herzlich willkommen zurück zu unseren Online-Exerzitien Wachsen auf gutem Grund. Am Ende dieser Impulse steht die Zusage. Er geht alle Wege mit. Ich beginne und nehme wahr, wie ich da bin. Ich komme an, äußerlich und innerlich. Atme 2-3 Mal tief durch. Öffne Herz und Ohren. Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Während ich den folgenden Text höre,
kann ich das Bild der Emmaus-Jünger von Janet Brooks Gerloff betrachten. Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Was denn? Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Ihr Unverständigen! Deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihnen geschrieben steht. Was bedeutet das mir? Eine alle Wege mitgehende. Was bedeutet das mir? Ein Gegenwärtiger, immer neu aufstehend. In allen Wegen bei mir. Ich darf glauben.
Bleibe bei uns, Herr Jesus. Begleite uns auf dem Weg. Mache unser Herz brennen. Und wecke unsere Hoffnung. Gib, dass wir in der Gemeinschaft unseres gemeinsamen Unterwegsseins dich erkennen. Amen. Ich nehme mir noch kurz Zeit. Was ist mir in dieser Gebetszeit wichtig geworden? Was klingt nach? Ich schreibe es mit ein paar Stichworten in mein Tagebuch.